Benjamin Harrison Friedman. Rede im Washingtoner Willard Hotel 1961. 1961 hielt Benjamin H. Friedman eine Rede im Washingtoner Willard Hotel. Darin spricht er über den Zionismus und warnt Amerika davor. Friedman stellt weitere interessante Fakten zum Ersten und Zweiten Weltkrieg dar. Wichtig ist jedoch, dass sich jeder sein eigenes Bild macht und seine eigenen Schlüsse zieht. Benjamin Friedman, Rede im Willard Hotel 1961. Geboren 1890 als Sohn jüdischer Eltern, verstorben 1984. Einflussreicher jüdischer Geschäftsmann, New York, Haupteigentümer der Woodbury Soap Company. Er besaß weltweite Kontakte, die politisch auch bis in das Weiße Haus reichten. Teilnehmer und Augenzeuge der Friedenskonferenz 1919 in Versailles. Er war ein Insider auf höchster Ebene in jüdischen Organisationen. Er war persönlich befreundet mit Bernard Baruch, Samuel Untermeyer, Woodrow Wilson, Franklin D. Roosevelt, Joseph Kennedy, John F. Kennedy und anderen Personen der Zeitgeschichte. Nach dem Zweiten Weltkrieg distanzierte er sich vom Zionismus sowie vom Judaismus und konvertierte zum Christentum. Im Alter setzte er sich selbst und sein Vermögen dafür ein, die Welt über die Taten der Zionisten aufzuklären. In diesem Zusammenhang hielt er im Jahre 1961 einen Vortrag im Willard Hotel. Nachfolgend als historisches Zeitdokument eine unvollständige Übersetzung. The speaker is Mr. Benjamin Friedman, noted authority on Zionism and all of its schemes. Mr. Friedman is a former Jew, and I mean a former Jew. He has fought the communist world conspiracy tooth and nail and stands today as a leading American patriot. We now take you to the speaker's platform to present Benjamin Friedman. Die Zionisten und ihre religiösen Verbündeten haben hier in den USA die absolute Kontrolle über unsere Regierung. Wahrscheinlich denken Sie, dies sei eine recht kühne Behauptung. Aber lassen Sie mich erzählen und zeigen, was passierte, während wir alle, ich schließe mich da mit ein. Lassen Sie mich zeigen, was passierte. Was ist passiert? Der Erste Weltkrieg brach im Sommer 1914 aus. 1914 war das Jahr, in dem der Erste Weltkrieg ausbrach. Es sind einige in meinem Alter hier, die sich noch daran erinnern werden. Nun, dieser Krieg wurde auf der einen Seite von Großbritannien, Frankreich und Russland und auf der anderen Seite von Deutschland, Österreich, Ungarn und der Türkei geführt. Was hat sich dazu getragen? Innerhalb von 2 Jahren gewann Deutschland diesen Krieg nicht nur nominell, sondern tatsächlich. Die deutschen U-Boote, welche eine Überraschung für die Welt waren, fegten alle Konvois vom Atlantik. Großbritanniens Munition und Vorräte gingen zur Neige. Sie hatten nur noch einen Wochenvorrat an Nahrung. Der Hunger war nahe. Zur gleichen Zeit meuterte die französische Armee. Sie hatten 600.000 Blüten der französischen Jugend bei der Schlacht von Verdun an der Somme verloren. Die russische Armee war am Ende. Sie nahmen ihr Spielzeug und gingen nach Hause. Sie wollten nicht mehr weiterspielen und sie mochten den Zar auch nicht unbedingt. Die italienische Armee war kollabiert. Nicht ein Schuss, nur wurde auf deutschem Boden abgefeuert. Nicht ein Feind hatte die deutsche Grenze überschritten und dennoch bot Deutschland England den Frieden an. Einen Frieden auf einer Basis, den Anwälte den Status quo ante nennen würden. Das bedeutet, lasst uns den Krieg beenden und lasst alles so sein, wie es war, bevor der Krieg begann. England dachte im Sommer 1916 ernsthaft darüber nach. Tatsächlich hatten sie keine Wahl. Entweder sie würden dieses Friedensangebot annehmen oder bis zur Selbstvernichtung weiterkämpfen. Während dieser Phase wandten sich deutsche Zionisten, die Zionisten Osteuropas repräsentierten,
an das britische Kriegskabinett. Und ich möchte die ganze Sache hier verkürzen, aber ich habe alle Dokumente hier, um das beweisen zu können. Sie sagten, seht her, ihr könnt diesen Krieg noch gewinnen, ihr müsst nicht aufgeben. Ihr müsst diesen Frieden nicht annehmen, den euch die Deutschen angeboten haben. Ihr könnt diesen Krieg noch gewinnen mit den USA als euren Verbündeten. Die USA hatten mit diesem Krieg noch nichts zu tun. Wir waren frisch, wir waren jung, wir waren reich und wir waren mächtig. Die Zionisten sagten zu England, wir garantieren, dass wir die USA in den Krieg führen als euren Verbündeten, sodass sie an eurer Seite kämpfen werden. Wenn ihr uns Palästina gebt, nachdem ihr den Krieg gewonnen habt. Mit anderen Worten, machten sie Folgendes. Wir führen die USA in den Krieg als euren Verbündeten. Den Preis, den ihr zu zahlen habt, ist Palästina, nachdem ihr den Krieg gewonnen habt und Deutschland, Österreich, Ungarn und die Türkei besiegt worden sind. Nun, England hatte das gleiche Recht, irgendjemanden Palästina zu versprechen. Wie, als wenn die USA den Iren Japan versprechen würden, aus welchen Gründen auch immer. Es war absolut absurd, dass Großbritannien, das keine Verbindungen oder Interessen und auch sonst keine Rechte zu dem Gebiet hatte, welches als Palästina bekannt ist, dieses Land als Zahlungsmittel einzusetzen, um die Zionisten dafür zu bezahlen, dass diese die USA zum Kriegseintritt bewegen würden, wie auch immer. Sie gaben dieses Versprechen im Oktober 1916. Oktober 1916. Und kurz danach, ich weiß nicht, wie viele sich noch daran erinnern werden, traten die USA, die bis dahin immer absolut pro-deutsch waren, ich sage, die USA waren bis dahin immer pro-deutsch, weil die Zeitungen unter jüdischer Kontrolle waren, die Bankiers waren Juden, die Massenmedien in diesem Land waren unter jüdischer Kontrolle. Und die Juden selbst waren pro-deutsch. Weil viele von ihnen aus Deutschland kamen, sie wollten, dass Deutschland den Zar besiegt. Die Juden hassten den Zar. Sie wollten nicht, dass Russland den Krieg gewinnt. Diese deutsch-jüdischen Banker wie Kuhn Loeb und andere Großbanken der USA weigerten sich, England und Frankreich auch nur mit einem Dollar zu unterstützen. Sie sagten, solange England und Frankreich Verbündete Russlands sind, gibt es nicht einen Cent. Aber sie pumpten Geld nach Deutschland. Sie kämpften mit Deutschland gegen Russland, um das zaristische Regime zu brechen. Nun, dieselben Juden, als sie die Möglichkeit sahen, Palästina zu bekommen, schlossen den Vertrag mit England ab. Ab diesem Moment änderte sich alles wie bei einer Ampel, die von Rot auf Grün schaltet. Alle Zeitungen, die den Menschen erzählten, wie schwer es doch die Deutschen im Kampf gegen die Briten hatten, änderten plötzlich ihre Meinung. Sie erzählten, die Deutschen wären schlecht, sie wären wie die Hunnen, wie Barbaren. Sie, die Deutschen, würden Rotkreuzschwestern erschießen und kleinen Babys die Hände abschneiden. Sie wären einfach schlecht. Nun und kurz danach erklärte Mr. Wilson Deutschland den Krieg. Die Zionisten in London telegrafierten in die USA zu Richter Brandeis mit der Aufforderung, gehen Sie zu Präsident Wilson und bearbeiten Sie ihn. Wir bekommen von England, was wir wollen. Bringen Sie Präsident Wilson dazu, in den Krieg einzutreten. So sollte es dann auch kommen. Auf diese Art und Weise traten die USA in den Krieg ein. Wir hatten kein Interesse daran. Wir hatten das gleiche Recht, in diesen Krieg einzutreten, wie wenn wir heute Abend auf den Mond anstatt in diesem Saal wären. Für den Krieg, den Ersten Weltkrieg, an dem die USA teilnahmen, gab es absolut keinen Grund, weshalb das unser Krieg sein sollte. Wir wurden hineingetrieben in diesen Krieg, nur damit die Zionisten dieser Welt ihr Palästina bekommen.
Nun, das ist etwas, was den Bürgern dieses Landes niemals erzählt wurde. Sie haben nie gewusst, warum wir in den Ersten Weltkrieg eintraten. Nun, was geschah dann? Nachdem wir eingetreten waren, gingen die Zionisten nach Großbritannien und sagten, nun, wir haben unseren Teil der Abmachung erfüllt. Gebt uns ein Schriftstück, das uns zeigt, dass wir Palästina bekommen, nachdem ihr den Krieg gewonnen habt. Sie wussten auch gar nicht, wie lange der Krieg dauern würde, ob 1, 2 oder 10 Jahre, aber sie fertigten es an. Das Schriftstück wurde in Form eines Briefes in einer eigenartigen Ausdrucksform geschrieben, sodass die Welt nicht genau wissen würde, was dahinter steckt. Dieses Schriftstück hieß die Balfour-Deklaration. Die Balfour-Deklaration war nichts anderes als die Rechnung an England, die Zionisten für das abgemachte Geschäft zu bezahlen. Falls Großbritannien vergessen sollte, dass sie es waren, die die USA in den Krieg gebracht hatten. Diese große Balfour-Deklaration ist genauso wertvoll wie eine 3-Dollar-Note. Ich denke, ich kann mich nicht anders ausdrücken. So begann der ganze Ärger. Die USA traten in den Krieg ein. Die USA vernichteten Deutschland. Was dann passierte, wissen Sie ja. Als der Krieg zu Ende war und die Deutschen bei der Pariser Friedenskonferenz 1919 eintrafen, waren auch 117 Juden anwesend. Eine jüdische Delegation, die die Juden Osteuropas repräsentierte, angeführt von Bernhard Baruch. Ich war auch da, ich sollte das wissen. Was passierte dann? Die Juden in dieser Konferenz, als man gerade dabei war, Deutschland zu zerstückeln, um es an die Europäer zu verteilen, sie sagten, wie schaut's nun mit Palästina für uns aus? Und sie brachten zum ersten Mal in Gegenwart der Deutschen die Balfour-Deklaration zur Sprache. Da erkannten die Deutschen zum ersten Mal, was da für ein Spiel gespielt wird. Das war also der Grund, weshalb die USA in den Krieg eingetreten waren. Und die Deutschen erkannten zum ersten Mal, dass sie nur deswegen besiegt worden waren und dass sie irrsinnige Reparationszahlungen leisten mussten, nur weil die Zionisten Palästina besitzen wollten. Das bringt uns zu einem anderen interessanten Punkt. Als die Deutschen das erkannten, nahmen sie das den Juden verständlicherweise sehr übel. Nach dieser Zeit ging es jedoch den Juden in keinem anderen Land auf dieser Welt besser als in Deutschland. Es gab Herrn Rathenau, der bestimmt genauso wichtig in Industrie und Finanz war wie Bernhard Baruch in diesem Land. Es gab Herrn Balin, Besitzer der großen Dampfschifffahrtslinien, der Norddeutschen Lloyds und der Hamburg-Amerika-Linie. Es gab Herrn Bleichroder, den Bankier der Hohenzollern-Familie. Es gab die Warburgs in Hamburg, eine Kaufmanns- und Bankiersfamilie, die größte auf dieser Welt. Den Juden ging es sehr gut in Deutschland. Da besteht gar keine Frage. Aber die Deutschen dachten, das war ein ziemlicher Ausverkauf. Es war ein Ausverkauf, der folgender hypothetischen Situation gleichkommt. Stellen wir uns vor, die USA wären im Krieg mit der UdSSR und wir wären am Gewinnen. Und wir würden zur Sowjetunion sagen, lasst uns die Sachen schnell beenden und das Ganze vergessen. Plötzlich würde das rote China in den Krieg eintreten als Verbündeter der UdSSR. Und dadurch würden wir vernichtend geschlagen werden. Gleich danach kämen Reparationszahlungen in einem Ausmaß, das wir uns gar nicht vorstellen können, auf uns zu. Stellen Sie sich vor,
dass wir gleich nach dem Krieg erfahren würden, dass unsere US-Chinesen, unsere Mitbürger, von denen wir immer dachten, dass sie loyale und zuverlässige Bürger unseres Landes wären, und wir fänden heraus, dass diese US-Chinesen uns an die UdSSR verkauft hätten, dass sie es waren, die dafür gesorgt haben, dass Rotchina in den Krieg eingetreten ist gegen uns. Wie würden wir, die USA, gegenüber diesen Chinesen fühlen? Ich glaube, keiner von ihnen könnte sein Gesicht jemals wieder auf den Straßen zeigen. Es würde nicht genug Laternen geben, die sie bei Nacht schützen würden. Wie würden wir uns fühlen? Nun, so fühlten auch die Deutschen gegenüber den Juden. Sie waren immer sehr anständig zu den Juden gewesen und von 1905 an, als die erste kommunistische Revolution in Russland fehlschlug und die Juden aus Russland vertrieben wurden, gingen sie alle nach Deutschland. Und Deutschland gab ihnen Unterschlupf. Sie wurden sehr gut behandelt. Und da sind wir nun. Deutschland ist verkauft worden, ist den Bach heruntergegangen, und zwar nur aus einem Grund, nur damit sie Palästina besitzen können, als ihr sogenanntes Jewish Commonwealth. Nahum Sokolow und all die großen Führer und Namen, die man heute mit dem Zionismus in Verbindung bringt, schrieben von 1919 bis 1923 in ihren Zeitungen, und sie waren voll mit ihren Aussagen, dass das Gefühl gegenüber den Juden noch annehmbar sei, obwohl die Deutschen erkannt hatten, dass die Juden Einmischung für den Kriegseintritt der USA verantwortlich waren, was zu ihrer Niederlage führte. Die Juden selbst hatten es zugelassen. Es war nicht so, dass die Deutschen 1919 plötzlich festgestellt hätten, dass sie jüdisches Blut mehr hassten als Coca-Cola oder Münchner Bier. Es gab keine religiösen Gefühle, es gab auch keine Anfeindungen, nur weil die Juden einen anderen Glauben haben. Es war nur politisch, es war wirtschaftlich und alles nur nicht religiös. Niemanden in Deutschland kümmerte es, ob ein Jude abends nach Hause ging, seine Rollladen herunterließ und Shema Yisrael oder unser Vater betete. Niemand kümmerte sich darum, nicht mehr und nicht weniger wie hier in den USA. Dieses Gefühl, das sich später in Deutschland entwickelte, ist darauf zurückzuführen, dass die Deutschen die Juden für ihre Niederlage verantwortlich machten. Der Erste Weltkrieg begann, ohne dass die Deutschen dafür verantwortlich gewesen waren. Sie hatten überhaupt keine Schuld, nur die Schuld, erfolgreich zu sein. Sie bauten eine große Marine. Sie bauten einen Handel mit der ganzen Welt auf. Sie müssen sich darüber im Klaren werden, dass Deutschland zur Zeit Napoleons, der Zeit der Französischen Revolution, das war die Zeit des Deutschen Reiches, aus über 300 kleinen Stadtstaaten, Grafschaften, Fürstentümern und so weiter bestand. 300 kleine politische Einheiten. Und zwischen dieser Zeit, der Zeit Napoleons und Bismarcks, wurden diese zu einem Land zusammengerührt. Und 50 Jahre danach gehörte Deutschland zu den Weltmächten. Ihre Marine rivalisierte mit der britischen und sie gingen dem Handel auf der ganzen Welt nach. Sie machten bessere Produkte und sie konnten mit jedem konkurrieren. Und was war das Ergebnis? Was war das Resultat? Es gab eine Verschwörung zwischen England, Frankreich und Russland, dass wir Deutschland besiegen müssen, weil es keinen einzigen Historiker in der Welt gibt, der einen validierten, rechtskräftigen Grund finden kann, wieso diese drei Länder entschieden, Deutschland politisch von der Landkarte zu beseitigen. Was passierte nun also danach? Als Deutschland erkannte, dass die Juden für ihre Vernichtung verantwortlich waren, verübelten sie ihnen das natürlich. Aber nicht ein einziges Haar von einem Juden wurde gekrümmt. Nicht ein einziges Haar. Professor Trenzel von der Georgetown University, der Zugang zu allen geheimen Dokumenten des State Departments hatte, zitierte in seinem Buch ein Dokument des State Departments, geschrieben von Hugo Schönfeld, einem Juden, der von Cordell Hull 1933 nach Europa geschickt wurde, um die sogenannten Lager für politische Gefangene zu inspizieren.
Er berichtete, dass alle Gefangenen in guter Verfassung seien, dass es allen sehr gut ginge, jeder gut behandelt werden würde und dass sie mit Kommunisten gefüllt seien. Gut, viele der Gefangenen waren Juden, weil wahrscheinlich 98% der Kommunisten Juden waren zu dieser Zeit in Europa. Und es gab einige Priester dort und Minister, Gewerkschaftsführer, Freimaurer und andere, die internationale Verbindungen hatten. Nun, die Juden versuchten sozusagen über diese Tatsache stillzuschweigen. Sie wollten nicht, dass die Welt wirklich versteht, dass sie Deutschland verkauft hatten und dass die Deutschen das ihnen so verübelten, sodass diese dann entsprechende Maßnahmen gegen sie ergriffen. Sie, wie soll ich sagen, diskriminierten sie, wo sie konnten. Sie mieden sie auf dieselbe Weise, wie wir es mit Chinesen, Schwarzen, Katholiken oder mit irgendjemandem in diesem Land tun würden, der uns an einen Feind verkauft und so unsere Vernichtung herbeigeführt hätte. Jetzt, nach einer Weile, wussten die Juden der Welt nicht, was zu tun sei. So beriefen sie ein Treffen in Amsterdam ein. Juden aus jedem Land der Welt nahmen daran teil, im Juli 1933. Und sie sagten zu Deutschland: Ihr feuert Hitler und ihr bringt jeden Juden in seine frühere Position zurück, obgleich er Kommunist oder was auch immer war. Ihr könnt uns nicht auf diese Art behandeln. Und wir, die Juden der Welt, fordern euch auf und stellen euch dieses Ultimatum zu. Nun, die Deutschen sagten ihnen, man kann es sich denken. Nun, was machten die Juden? Sie brachen ihr Treffen ab und Samuel Untermeyer, wenn der Name den Leuten hier was sagt, Sie haben eine Frage? Ja, aber bezeichneten die sich nicht als Sozialdemokraten? Ja, ich will jetzt nicht darüber diskutieren, als was man die jetzt genau im Englischen bezeichnen würde. Die deutsche Bezeichnung für diese Leute ist jedenfalls wenig substanziell. Aber sie waren Kommunisten. Der Hintergrund dessen war, in den Jahren 1917 übernahmen die Kommunisten für einige Zeit Deutschland. Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht und eine Gruppe anderer Juden übernahmen die Regierung für 3 Tage. Nach dem Krieg floh Kaiser Wilhelm nach Holland, weil er dachte, dass der Kommunismus über Deutschland kommen würde wie in Russland, dass ihm das gleiche Schicksal widerfahren würde wie dem Zaren Russlands. Deshalb dankte er ab und ging nach Holland, wegen seiner Sicherheit. Nun, zu dieser Zeit, als der Kommunismus in Deutschland erstarkte, arbeiteten die Juden daran, ihren alten Status wiederherzustellen. Die Deutschen aber bekämpften sie. Sie bekämpften die Juden, wie die Prohibitionisten in unserem Land den Alkohol und deren Anhänger bekämpft haben. Sie wurden nicht mit Pistolen bekämpft. Sie bekämpften sie, wo und wie immer es ging. Das ist die Art, wie die Juden bekämpft wurden in Deutschland. Zu dieser Zeit gab es zwischen 80 bis 90 Millionen Deutsche und nur 460.000 Juden. Ungefähr 0,5% der Einwohner waren Juden. Und doch kontrollierten sie die ganze Presse und sie kontrollierten den Großteil der Wirtschaft. Weil sie, als die deutsche Mark abgewertet wurde, mit ihrem wertvollen Dollar praktisch alles aufkauften. Nun, im Jahre 1933, als Deutschland sich weigerte, sich den Forderungen zu fügen, löste sich der Weltkongress der Juden in Amsterdam auf. Und Herr Untermeyer, welcher Präsident der amerikanischen Delegation und des gesamten Kongresses war, kam zurück in die Vereinigten Staaten. Und
Er ging vom Schiff aus zu ABC und machte einen Radiorundspruch durch die Vereinigten Staaten, in welchem er sagte, die Juden der Welt erklären jetzt einen heiligen Krieg gegen Deutschland. Wir sind jetzt in einen heiligen Kampf gegen Deutschland eingetreten. Und wir werden sie bis zur Kapitulation hungern lassen. Wir werden einen weltweiten Boykott gegen sie verhängen, der sie zerstören wird, da sie vom Exportgeschäft abhängig sind. Und es ist ein Fakt, dass 2/3 der deutschen Nahrungszufuhr importiert werden musste. Und es konnte nur importiert werden mit den Einnahmen aus dem Export ihrer Arbeiter. Also, wenn Deutschland nicht exportieren konnte, würden 2/3 der deutschen Bevölkerung verhungern müssen. Es gab einfach nicht genug Nahrung für mehr als 1/3 der Bevölkerung. Nun, in dieser Verkündung, die ich hier habe, es wurde gedruckt auf dieser Seite, einer ganzen Seite in der New York Times am 7. August 1933 sagte Mr. Samuel Untermeyer dreist, dieser wirtschaftliche Boykott ist unser Mittel der Selbstverteidigung. Präsident Roosevelt hat dessen Verwendung in den NRA National Recovery Administration zugestimmt, woran sich einige von Ihnen vielleicht erinnern können, wonach jeder boykottiert wurde, sofern er nicht den Richtlinien folgte, welche im New Deal festgelegt waren, die selbstverständlich verfassungswidrig deklariert wurden vom obersten Gerichtshof zu dieser Zeit. Nichtsdestoweniger erklärten die Juden der Welt einen Boykott gegen Deutschland und er war so effektiv, dass man nicht eine Sache in irgendeinem Geschäft irgendwo in der Welt finden konnte mit den Worten Made in Germany da. Ein Mitarbeiter der Woolworth Company sagte mir, dass sie Geschirr im Wert von mehreren Millionen Dollar in den Fluss werfen mussten, da Kunden, die diese gefunden haben, sie die Inhaber gleich mit Hitler, Rittenmörder und so weiter gebrandmarkt haben. Es gab viele dieser Aufmärsche und Protestaktionen. In einem Laden, welcher der R.H. Macy-Kette angehörte, der von der Familie Strauss geführt wurde, die auch Juden waren, fand eine Frau Strumpfhosen mit dem Made in Germany-Aufdruck. Strumpfhosen aus Chemnitz, die dort seit 20 Jahren verkauft werden, wurden boykottiert. Hunderte von Menschen liefen auf und ab und protestierten. Die Ladenbesitzer wurden mit Mörder, Hitleriten und so weiter beschimpft. Bis zu dieser Zeit wurde keinem Juden in Deutschland auch nur ein Haar gekrümmt. Die Juden hatten nichts zu erleiden, mussten nicht hungern, wurden nicht attackiert oder ermordet. Natürlich sagten sich die Deutschen, wer sind diese Menschen, die unser Land boykottieren, unser Volk arbeitslos werden lassen und unsere Industrie zum Stillstand bringen? Was glauben die, wer die sind, dass sie das mit uns machen können? Die Deutschen nahmen ihnen das sehr übel. Plötzlich wurden in Deutschland jüdische Geschäfte mit Aufschriften und Zeichen bemalt. Warum auch sollte ein Deutscher sein Geld in ein Geschäft bringen, dessen Besitzer Deutschland mit boykottiert? Der dafür sorgt, dass das deutsche Volk hungern musste und dadurch zur Aufgabe gezwungen werden würde und sich dem Weltjudentum ergeben sollte. Ein Boykott von Menschen, die den Deutschen ihren Premier oder Kanzler aufzwingen wollten, es war lächerlich. Der Boykott ging noch weiter. Aber im Jahre 1938, als ein junger polnischer Jude in die deutsche Botschaft in Paris eindrang und einen Mitarbeiter erschoss, wurde es rauer für die Juden in Deutschland. Sie brachen Fenster ein und hatten Straßenkämpfe und so weiter. Nun, um es jedem zu erklären, also ich benutze das Wort Antisemitismus ungern, weil es bedeutungslos ist, aber ich benutze es, weil Sie es nicht anders kennen. Der einzige Grund, warum die Deutschen antijüdische Gefühle hatten, war, dass diese verantwortlich dafür waren, dass die Juden erstens für die Niederlage im Ersten Weltkrieg, zweitens für den weltweiten Boykott verantwortlich waren und drittens, insofern waren die Juden für den Ersten Weltkrieg, den Boykott und auch den Zweiten Weltkrieg verantwortlich, weil als das Ganze aus der Hand glitt, es wichtig für die Deutschen und die Juden war zu sehen, wer den Kampf überleben und als Sieger
herausgehen wird. Ich habe lange in Deutschland gelebt und ich weiß, dass die Deutschen sich zwischen Kommunismus und Christentum zu entscheiden hatten. Es standen diese Möglichkeiten zur Wahl, entweder Christentum oder Kommunismus. Und die Deutschen entschieden sich für das Christentum, solange dies möglich war. Sie begannen sich wieder zu bewaffnen. Ihre Intention war damals, dass die USA die Sowjetunion anerkannt hat, was diese im November 1933 getan hatte. Die Sowjetunion wurde sehr mächtig. Die Deutschen erkannten dies und entschieden sich, auf den Weg zu machen und sich so weit zu entwickeln, bis sie stark sein würden. Das Gleiche machen wir doch auch. Gehen und erst dann wieder auf der Bildfläche erscheinen, wenn wir stark sind. Unsere Regierung gibt im Jahr 83 oder 84 Milliarden für die Verteidigung aus. Verteidigung gegen wen? Verteidigung gegen 40.000 kleine Juden in Moskau, die Russland übernommen haben und in ihrer unaufrichtigen Art auch die Kontrolle über andere Staaten der Welt. Heute leben wir nun also an der Grenze zum Dritten Weltkrieg, aus dem keiner als Sieger hervorgehen wird. Das geht über meine Vorstellungskraft hinaus. Ich weiß, dass Atombomben im Megatonnenbereich gemessen werden. Eine Megatonne ist die Bezeichnung für 1 Million Tonnen TNT. 1 Million Tonnen TNT ist eine Megatonne. Unsere Atombomben hatten eine Kapazität von 10 Megatonnen. 10 Millionen Tonnen TNT, als sie zum ersten Mal entwickelt wurden, vor 5 bis 6 Jahren. Heute haben wir Atombomben im 200 Megatonnen Bereich. Und nur Gott weiß, wie viel die Sowjetunion davon hat. Mit was haben wir es nun also heute zu tun? Wenn wir heute einen Krieg auslösen, könnte er sich zu einem Atomkrieg entwickeln. Die Menschheit könnte ausgelöscht werden. Könnte das passieren? Es wird, wenn der Vorhang zum dritten Akt hochgeht. Akt 1 war der Erste Weltkrieg. Akt 2 der Zweite Weltkrieg. Akt 3 wird der Dritte Weltkrieg sein. Die Juden der Welt, die Zionisten und ihre religiösen Verbündeten sind fest entschlossen, die USA weiterhin als ihren Stützpunkt für ihren Plan zu benutzen, das Land Palästina zur Hauptstadt ihrer Weltregierung zu machen. Das ist so wahr, wie ich hier stehe. Nicht nur ich weiß das und habe es gelesen, viele hier haben das auch und es ist auf der ganzen Welt bekannt. Was sollen wir also nun tun? Das Leben, das Sie retten, könnte das Ihres Sohnes sein. Ihre Jungs könnten heute Nacht auf dem Weg in diesen Krieg sein. Und Sie wüssten genauso wenig darüber, wie Sie es 1916 in London wussten, als die britische Regierung und die Zionisten ihren Deal abschlossen, um Ihren Sohn in den Krieg nach Europa zu schicken. Hatten Sie das gewusst? Niemand in den USA wusste das. Es war Ihnen nicht erlaubt, das zu wissen. Wer wusste es? Präsident Wilson wusste es. Colonel House wusste es. Andere Eingeweihte wussten es auch. Wusste ich es? Ja, ich hatte eine ziemliche Ahnung davon, was so vor sich ging. Ich stand in enger Verbindung mit Henry Morgenthau, Senior, in der Wahlkampagne 1912, als Präsident Wilson gewählt wurde. Es wurde rund um das Büro viel gesprochen. Ich war Vertrauensmann von Henry Morgenthau Senior, dem Vorsitzenden des Finanzkomitees. Und ich stand in enger Verbindung mit Rollo Wells, dem Schatzmeister, Präsident Wilson am Tischende und all die anderen. Ich hörte, wie sie ihm die Einkommenssteuer in sein Gehirn eingehämmert haben, die durch die Federal Reserve Bank entstand. Und ich hörte, wie sie ihm die zionistische Bewegung indoktriniert haben. Und Richter Louis Brandeis und Präsident Wilson waren sich so nahe wie diese zwei Finger an meiner Hand. Und Präsident Wilson war, als das beschlossen wurde, so inkompetent wie ein neugeborenes Baby am Tage seiner Geburt. Das war die Art und Weise, wie wir in den Ersten Weltkrieg eintraten,
während wir alle schliefen. Sie schickten unsere Jungs auf die Schlachtbank. Für was? Nur damit die Juden ihr Palästina bekommen konnten als ihr Commonwealth? Sie haben euch so verdummt, dass ihr nicht mehr wisst, wo links und rechts ist. Jeder Richter, wenn er den Geschworenen die Verantwortung übergibt, sagt, meine Herren, jede Aussage eines Zeugen, von dem Sie annehmen, dass er auch nur eine einzige Lüge ausgesprochen hat, können Sie unbeachtet lassen. Ich weiß nicht, aus welchem Staat Sie kommen. Im Staat New York ist es jedenfalls das, was ein Richter zu den Geschworenen sagt. Wenn ein Zeuge eine Lüge ausgesprochen hat, beachten Sie seine Aussage nicht. Nun, was wissen wir über die Juden? Ich nenne sie vor Ihnen Juden, weil man sie so kennt. Ich selbst nenne sie nicht Juden. Ich nenne sie nur die sogenannten Juden, weil ich weiß, wer sie sind. Jesus war ein Jude. Da sind viele Juden in dieser Welt. Aber diese Juden wissen nicht, was jene sind. Also was ist nun los? Die osteuropäischen Juden, von denen 92% der jüdischen Weltbevölkerung abstammen, sind eigentlich gar keine Juden. Sie sind eigentlich Khazaren. Die Khazaren waren ein kriegerischer Stamm, der tief im Herzen Asiens lebte. Sie waren so kriegerisch, dass die Asiaten selbst sie aus Asien vertrieben und nach Osteuropa schickten. Und die Khazaren gründeten ein großes Königreich von 800.000 Quadratmeilen. Zu dieser Zeit existierte Russland noch nicht. Genauso wie viele andere europäische Länder. Das Khazarenkönigreich war das größte im gesamten Raum von Europa. So groß und so mächtig, dass wenn andere Monarchen es um Kriegshilfe gebeten hätten, es diesem leicht 40.000 Soldaten hätte leihen können. So groß und so mächtig waren sie. Die Khazaren waren Phallus, Verehrer bzw. Anbeter, was sehr unanständig ist und ich möchte auch nicht näher darauf eingehen. Das war ihre Religion, wie sie auch die Religion vieler anderer Barbaren und Heiden auf diesem Planeten war. Der Khazarenkönig war so angewidert von dieser degenerierten Lebensweise, dass er sich entschied, einen monotheistischen Glauben zu adoptieren. Entweder das Christentum, den Islam oder das Judentum, was eigentlich Talmudismus ist. Um eine Kopie zu finden, zählte er ab. 1, 2, 3 und er pickte heraus den sogenannten Judaismus und dieser wurde dann zur Staatsreligion. Er sandte seine Leute in die Talmud-Schulen Pumbedita und Sura, aus der Tausende von Rabbis hervorgingen. Er eröffnete Synagogen und Schulen in seinem Königreich von 800.000 Quadratmeilen und vielleicht 10 bis 20 Millionen Menschen. Und seine Leute wurden, was wir heute Juden nennen. Keiner von ihnen hatte jemals einen Vorfahren, der auch nur mit einem Zehen das Heilige Land betreten hätte. Nicht in der Geschichte des Alten Testaments noch von Anbeginn ihrer Zeit. Keiner von ihnen. Und dennoch kommen sie zu den Christen und bitten um militärische Hilfe in Palästina. Sie sagen, wollt ihr nicht dem auserwählten Volk helfen, sein gelobtes Land, die Heimat seiner Vorfahren zurückzubekommen? Wir gaben euch einen unserer Söhne als Herrn und Erlöser. Ihr geht sonntags in die Kirche, kniet nieder und betet einen Juden an. Und wir sind Juden. Aber sie sind heidnische Khazaren. Die konvertierten genauso, als wenn die ihren konvertiert wären. Es ist lächerlich, sie Volk des Heiligen Landes zu nennen, so wie es lächerlich wäre, 54 Millionen chinesische Moslems Araber zu nennen. Und so hätten 54 Millionen Chinesen den Islam als ihren religiösen Glauben akzeptiert. Nun stellen Sie sich also vor, dass in China 2000 Meilen entfernt von Mekka, wo Mohammed geboren wurde, stellen Sie sich vor,
Diese 54 Millionen Chinesen würden sich plötzlich selbst als Araber bezeichnen. Stellen Sie sich das vor. Sie würden sich fragen, ob diese Chinesen nicht mehr ganz bei Trost sind. Alles, was sie taten, war, den Glauben anzunehmen, dessen Ursprung Mekka in Arabien ist. Das gleiche ist es mit den Iren. Als die Iren Christen wurden, schmiss niemand sie ins Meer und importierte eine neue Art von Bewohnern in das Heilige Land. Sie waren keine anderen Menschen geworden. Sie waren dieselben Menschen, sie hatten nur das Christentum als einen religiösen Glauben angenommen. Diese Khazaren, diese Heiden, diese Asiaten waren eine mongolische Rasse, die aus Asien nach Europa vertrieben wurde. Weil ihr König diesen Glauben angenommen hatte, hatte auch das Volk keine andere Wahl, so wie in Spanien. War der König katholisch, war es das Volk auch. Wenn man sich weigerte, hatte man das Land zu verlassen. So wurden diese Leute, die da zwischen den Bäumen und Büschen lebten, diese Khazaren. Zu dem, was wir heute Juden nennen. Jetzt können Sie sehen, wie dumm es von den christlichen Regierungen war zu sagen, wenn wir Gottes auserwähltem Volk mit unserer Macht und unserem Prestige helfen, das Land ihrer Vorfahren zurückzubekommen, gibt es eine größere Lüge als diese? Gibt es eine größere Lüge als diese? Und die Juden kontrollieren die Zeitungen, die Magazine, das Radio, das Fernsehen, die großen Buchverlage. Und weil unsere Politiker ihre Sprache sprechen, ist es nicht überraschend, dass ihr diese Schwarz-Weiß-Lügen glaubt, wenn ihr das oft genug hört. Ihr würdet Schwarz nicht mehr Schwarz nennen, ihr würdet Schwarz-Weiß nennen und niemand könnte euch die Schuld geben. Das ist eine unserer großen Lügen. Es ist das Fundament des ganzen Elends, das uns auf dieser Welt befallen hat. If it wasn't possible for them to live in peace and harmony with the people in Europe, like their brethren are living in the United States, what were the two wars fought for? Did they have to, like you flush the toilet because they couldn't get along? Did they have to say, well, we're going back to our homeland and you Christians help us? I can't understand yet how the Christians in Europe could have been that them, because every theologian, every history teacher knew the things that I'm telling you. But they naturally bribed them, shut them up with money, shut their mouth with money, and now I don't care whether you know all this or not. It doesn't make any difference to me whether you know all these facts or not. But it does make a big difference to me. I've got in my family boys that will have to be in the next war. And I don't want them to go and fight and die like they died in Korea, like they died in Japan, like they died all over the world. For what? To help crooks hold on to what they stole from innocent people who had been in peaceful possession of that land, those farms, those homes, for hundreds and maybe thousands of years? Is that why the United States must go to war? Because the Democratic Party wants New York State, the electoral vote, Illinois, the electoral vote, and Pennsylvania, the electoral vote, which are controlled by the Zionists and their coalitionists, the balance of power. In New York City, there are 400,000 members of the Liberal Party, all Zionists and their co-religionists, and New York State went for Kennedy by 400,000 votes. Now, I don't blame Mr. Kennedy. I'm fond of Mr. Kennedy. I think he's a great man. I think he can really pull us out of this trouble if we
yet look back to him. And I believe he knows a great deal more than his appointments indicate he knows. He's playing with the enemy. Like when you go fishing, you've got to play with the fish. Let him out and pull him in, and let him out and pull him in. But knowing Mr. Kennedy's father, and how well informed he is on this whole subject, and how close Kennedy is to his father, I don't think Mr. Kennedy is totally in the dark. But I do think that it is the duty of every mother, every loyal Christian, every person that regards the defense of this country as a sacred right, that they communicate not with their congressman, not with their senator, but with President Kennedy, and tell him, I do not think that you should send my boy or our boy wearing the uniform of the United States of America and under the flag that you see here, our red, white, and blue, to fight there to help keep in the hands of thieves that which they have stolen. I think everyone should not alone write once, but keep writing and get your friends to write. Now, I could go on endlessly and tell you these things, the support that I have just asked you to do, but I don't think it's necessary to do that. You're above the average group in intelligence, and I don't think it's necessary to impress this anymore. But I want to tell you one more thing. You talk about, oh, the Jews. Why the Jews? Christianity. Why we got Christianity from the Jews. And the Jews gave us Jesus, and the Jews gave us our religion. But do you know that on the Day of Atonement... Wissen Sie, was die Juden am Tag der Buße tun, von dem sie annehmen, dass dieser ihnen so heilig ist? Ich war einer von ihnen. Dies ist kein Hörensagen. Ich bin nicht hier, ein Volksverhetzer zu sein. Ich bin hier, um Ihnen Tatsachen aufzuzeigen. Wenn Sie am Tag der Buße in eine Synagoge gehen, stehen Sie das erste Gebet, das Sie sprechen, auf. Es ist das einzige Gebet, für das Sie stehen. Sie wiederholen dreimal ein kurzes Gebet, genannt Kol Nidre. In dem Gebet kommen Sie in eine Übereinkunft mit Gott, dem Allmächtigen, dass jeder Schwur, jedes Gelöbnis oder jedes Versprechen, das Sie in den nächsten 12 Monaten geben, null und nichtig sein soll. Der Schwur soll kein Schwur, das Gelöbnis kein Gelöbnis, das Versprechen kein Versprechen sein. Sie sollen keine Kraft noch Wirkung haben. Und weiterhin lehrt der Talmud, dass Sie, wann immer einen Schwur, ein Gelöbnis oder Versprechen geben, sich an das Kol Nidre Gebet erinnern, das Sie am Tag der Buße rezitiert haben, und Sie sind von der Erfüllung derselben befreit. Wie weit können Sie sich auf Ihre Loyalität verlassen? Sie können sich auf Ihre Loyalität so weit verlassen, wie die Deutschen sich 1916 darauf verlassen konnten. Wir werden dasselbe Schicksal erleiden wie die Deutschen und aus demselben Grunde. Benjamin Friedman, Rede im Willard Hotel 1961. Nachtrag zur Balfour-Erklärung. Der Hinweis auf die Balfour-Erklärung wird nicht selten als Teil einer rechten Verschwörungstheorie abgetan. Es sei deshalb an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass in der Unabhängigkeitserklärung des Staates Israel vom 14. Mai 1948 auf die Balfour-Erklärung explizit Bezug genommen wird. Nahum Goldman, der Vorsitzende des Jüdischen Weltkongresses von seiner Gründung 1948, bis 1977 äußerte sich in diesem Zusammenhang wie folgt. Zwei Kriege waren nötig, um Israel zu gründen. Der erste, um England zur Proklamation der Balfour-Deklaration zu veranlassen. Der zweite, um die Vereinten Nationen zu dem Beschluss der Schaffung eines jüdischen Staates in einen Teil von Palästina zu bringen. Siehe auch Nahum Goldman, Israel muss umdenken, Seite 15. Ein weiterer Hinweis dazu, Wikipedia, Balfour-Deklaration.